Inaya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Passen Sie auf. Da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Okay. Eria, wir sollten das als Lagerüberschuss betrachten. Schicken Sie den Rest den üblichen Ort zu Tax. Ein paar Teile weniger wird er nicht vermissen. Nachricht hochladen. Mhm. Ich schnapp sofort seine Waffe. Oh, hier ist doch nichts. Ist auch nichts. Nehmen wir mal die Waffe, die soll ja jetzt ein bisschen besser sein. Zumindest haben wir die ja aufgerüstet. Und damit hoffe ich, dass sie jetzt besser ist. Wenn nicht, dann haben wir jetzt ein kleines Problem gleich. Problem folgt in 3, 2, 1. Nee, ach da. Credits. Geht doch mal aus dem Weg, Mädels. Aua. Oh. So. Ich muss springen. Oh, die ist wirklich besser geworden. Hey, das hat ja geholfen. Ist ja ein Ding. Oder hat Jack einfach mit drauf geschossen? Kann natürlich auch sein. Will ich jetzt nicht unbedingt bestreiten. Naja, gut. Wir schauen jetzt erstmal nach, ob wir hier noch was finden. Es waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Dumm. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Sie haben kaltblütig getötet. Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Ja, ist es. Ich habe Feinde ausgeschaltet, aber immer mit gutem Grund. Ich folge meinem Kodex, der ganz klar definiert ist. Wenn mein Handeln diesem Kodex entspricht, ist es richtig. Wenn nicht, bin ich im Unrecht. Ich behaupte nicht, dass es immer leicht ist oder dass jeder es für richtig halten muss. Aber ich habe einen ungestörten Schlaf, was die meisten von sich nicht behaupten können. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich brauche Sie in meinem Team. Ja. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Was ist da gerade passiert?
für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären? Ich wollte Sie davon überzeugen, mit Ihnen zu gehen. Aber Justicare und Ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann Sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Asari sind dumm. Ihr Kodex bedeutet nur, dass Sie sie morgen töten und nicht heute. Leider ja. Vielleicht kann ich helfen. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Okay. Jurisdiktare. Karre. Karre. Justikare. Können Sie mir mehr über Justikare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Warum Asari-Gebiet verlassen? Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justicar verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Plötzlicher Sinneswandel? Eben haben sie sich noch geweigert, ihre Ermittlungen einzustellen und jetzt schwören sie plötzlich, mir überall hin zu folgen? Wenn ich bleibe, werde ich viele Unschuldige töten, um der Inhaftierung zu entgehen. Mich zum Beispiel. Dabei könnte ich fallen und meine Feindin könnte ihre Verbrechen fortsetzen. Wenn ich mit ihnen gehe und ihre Mission überlebe, kann ich danach meine Ermittlungen wieder aufnehmen. Dazu brauche ich den Schiffsnamen, um sie zu ihrem nächsten Unterschlupf verfolgen zu können. Die Entscheidung fällt mir leicht. Eine kleine Chance ist besser als gar keine. Strikter Kodex. Dieser Justicar-Kodex scheint ziemlich strikt zu sein. Das mag Ihnen so vorkommen, aber ich bin nun mal darauf vereidigt. Der vorteilhafte Weg mag schnell und einfach sein, aber das macht Ihnen noch lange nicht richtig. Na gut, wo soll ich anfangen? Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney 4 ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Okay. Na gut, dann reden wir mit diesem Pitney vor. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Arbeiten wir zusammen. Eclipse will ihr Blut und ich brauche ihre Hilfe, um in die Basis einzudringen. Sollten wir uns nicht zusammentun? Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es ist ihre eigene Schuld. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Ich brauche einen Schiffsnamen. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon.
nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ja, gefährlich. Meine Mama, die ist auch gefährlich, so. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ziel? Ach so. Na ja, jetzt können wir hier das Fahrstuhltürchen öffnen. Das Fahrstuhltürchen. Oh Gott. Ja. Fahrstuhlkonsole benutzen. Bitte reden Sie jetzt komisches Deutsch nach diesem Pfeifton. Piep. Mach auf, mach auf. Sie haben uns gesehen. Was? Achso, das war ein Check. Da ist eine Tür. Ich denke schon, hä? Nur ein Raum? Da ist ja eine Tür. Sie hat sich getarnt. Oh. Shepard, meine Scans bestätigen, dass die Chemikalie die Bionik verstärkt. Aber eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. Das ist ja super. Was? Sind die irre oder was? Na, hör doch mal auf da. Ich brauche Unterstützung bei den Tieren! Vergiftet! Hinter mir! Ja, hinter dir. Sie haben massive Feuer! Sie hat sich getarnt! Boah, Jack, wenn du mir noch einmal jetzt... Ich leg euch alle um! ...dazwischen rennst, ne? Dann töte ich dich. Gewollt oder ungewollt? Oh. Da war doch auch noch irgendwie einer. Toxikonzentration. Achso, da ist noch. Ja. Doch, natürlich. Ja, natürlich. Ich hab die doch gesehen. Die olle Staubwolke. Hätte man die übersehen sollen. Oh! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das ist nicht gut. Ja. Jetzt bleibt doch im Weg stehen. Was ist denn das hier? Giftkanister. Ich muss erstmal den Tooltip suchen. Ein Waffenspind. Nichts mitnehmen. Schrotflinte. Schrotflinte M274 Skimita erhalten. Die folgende Gruppenmitglieder können sie jetzt benutzen. Okay. Bitteschön, Mädels. Einmal neue Waffe. Warum habt ihr eigentlich beide Schrotflinte? Kann man Pistole benutzen? Oh. Nein. Oh, dann benutzt du doch. Wechseln Sie! Ein Sturmgewehr. Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Sie stecken in einer feindlichen Uniform und deshalb werde ich sie jetzt umlegen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Hm, was ist mit den Söldnern?
Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen Bösewichte und so. Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Sie haben sogar eine Adat Yakshi hier weggeschmuggelt. Eine Adat Yakshi? Was bedeutet Adat Yakshi? Das ist ein altes Asari-Wort für etwas. Ich hatte immer gedacht, das wäre reiner Aberglaube. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Ich dachte, sowas gäbe es gar nicht. Aber die Chefin meinte, die furchterregende Dame sei genauso etwas. Mhm. Und was ist mit den Söldnern? Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Gang. Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Okay, und der Schiffsname? Sie haben sogar eine Adat Yakshi hier weggeschmuggelt. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Wow, ich habe keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Okay, na gut, gehen Sie. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, ich werde Sie finden. Was für ein blöder Spruch ist das denn bitte, Shepard? Damit lässt sich was anfangen. Aber der Spruch war ja mal ziemlich 80er. Selbst in schlechten Actionfilmen kommt so ein Spruch nicht vor. Da ist nur eine Tür. Nochmal speichern. Bevor die Hölle wieder über uns sich auskotzt. Wir wurden entdeckt. Direkt auf den Arsch. Was? Direkt auf den Arsch? Was hast du gemacht? Ja, komm, ist richtig. Ah, toll. Ach, dann kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst. Nichts kann mich aufhalten. Da hast du recht. Na komm, stirb. Hab dich. Hab ein Ziel gefunden. Hm. Sie sind direkt vor uns. Oh. Einmal nachladen, bitte. Danke. Muss mal ganz kurz Munition gucken. Dann können wir direkt weiter vorrücken. Hier noch einer. Okay, da geht's hoch. Midigel. Hacken. Nimmt Hacken den Schrecken. Den. Und dann brauchen wir was mit ganz viel Grün. Komm, ganz viel Grün. Nein, da. Okay. Alles klar. Haben wir gefunden. Ganz viel Grün ist vorhanden. Nachladen.